Der Schuldenstreit in den USA geht weiter. Bei einem Gespräch zwischen Präsident Biden und dem republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses McCarthy soll es Annäherungen gegeben haben. Eine Einigung ist jedoch noch nicht in Sicht. Sollte es die bis Juni nicht geben, droht das Land erstmals in seiner Geschichte zahlungsunfähig zu werden. Das hätte Folgen weit über die USA hinaus. Die Stimmung vor dem einstündigen Spitzengespräch am Abend betont optimistisch. Dabei sind die Fronten verhärtet. Die Opposition drängt auf massive Kürzungen bei den Staatsausgaben. Der Präsident will die Steuern erhöhen für Superreiche und große Unternehmen. Ich denke, wir sollten Steuerschlupflöcher schließen und dafür sorgen, dass die Reichen ihren gerechten Anteil zahlen. Also jeder, der mehr verdient als $400.000. Die Republikaner im Kongress lassen die Muskeln spielen und fordern Einsparungen in Milliardenhöhe, zum Beispiel beim Klimaschutz, einem zentralen Anliegen der beiden Regierungen. Auch ein vom Präsidenten vorangetriebener Erlass von Studienschulden soll gestrichen werden. Trotzdem sei das Gespräch ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen. Wir hatten eine produktive Diskussion. Wir haben noch keine Einigung erzielt, aber es gab eine Annäherung in einigen Bereichen, in denen wir unterschiedlicher Meinung sind. Sie stünden im Ernstfall mit leeren Händen da. Gehälter für Soldaten und Behördenmitarbeiter würden ebenso gestrichen wie Sozialleistungen oder die Gesundheitsfürsorge. Ein Zahlungsausfall könnte auch die Weltwirtschaft in schwere Turbulenzen stürzen und Millionen von Arbeitsplätzen vernichten. Die Verantwortlichen sagen, sie haben den Ernst der Lage erkannt. Deshalb wollen sie sich wieder treffen, notfalls jeden Tag, bis der Streit beigelegt ist. Damit weiter an die Börse nach Frankfurt zu Bettina Seidel. Wie schätzt denn die Börsenwelt die Lage in den USA ein, dass da möglicherweise ja eine Zahlungsunfähigkeit drohen könnte? Ja, man ist hier schon nervös, aber eben nicht panisch, auch weil die USA eben schon 100 Mal in dieser Lage waren und immer ist es gut gegangen. Es ist natürlich trotzdem denkbar, dass man Anfang Juni da zahlungsunfähig wird. Das wäre auch fatal. Es könnte verheerende wirtschaftliche und finanzielle Folgen haben. Und allein schon zu langes Gezerre würde belasten, haben wir 2011 gesehen, da haben die Ratingagenturen die USA heruntergestuft, die Bonität also herabgestuft. Und da geht es eben nicht nur ums Image, sondern um wahres Geld. Mit schlechterer Bonität mussten die USA höhere Zinsen für ihre Schulden zahlen, kostete den Haushalt 2,4 Billionen Dollar. Also auch das wäre unschön, wobei die USA mit ihrer Schuldenhöhe gar nicht so aus dem Rahmen fallen. Japan ist da weit schlimmer mit 261%, Griechenland mit 177% und da eben die USA mit 122% fallen dann nicht so aus dem Rahmen. Viele europäische Länder liegen über 100%. Nervosität ist dennoch spürbar, auch hier bei uns, der DAX minus 0,1%, 16.202 Punkte der Stand, wobei das Minus ja überschaubar ist. Danke, Bettina Seidel, nach Frankfurt am Main. Inflation, höhere Zinsen und weniger Steuereinnahmen. Viele Städte haben gerade kaum Geld übrig für nötige Investitionen. Ein Thema bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages in Köln. Manche Städte setzen deshalb schon jetzt verstärkt auf Digitalisierung und Automation. In Grimbruch in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel wurde ein Ausweisautomat aufgestellt. Dort können Pässe rund um die Uhr abgeholt werden. Das sieht aus wie eine Packstation. Ist es aber nicht. Denn hier im nordrhein-westfälischen Grevenbruch öffnet ein Fingerabdruck diese Ausweisabholstation. Beantragt werden muss der Ausweis zwar immer noch auf dem Amt. Was es aber bedeutet, ist eben, dass kein zweiter Abholtermin nötig ist, wenn ein Bürger sich bei dem ersten Termin dafür entscheidet, das Ausweisdokument im Terminal abzuholen. Alleine in Grevenbruch brauchen laut der Stadt über 5.400 Menschen einen neuen Pass. Termine sind nicht nur dort Mangelware. Oft fehlen Fachkräfte in der Verwaltung. Deshalb gibt es in Düsseldorf jetzt vor den Ferien ein Pop-up-Büro für die Ausstellung von Reisepässen, betrieben von Auszubildenden. 1.000 zusätzliche Termine pro Woche sind so möglich. Das sei aber nur eine Brückenlösung. Längerfristig müsste so etwas digital möglich sein, sagt der Oberbürgermeister. Das Ziel muss es sein, dass der Bürger tatsächlich von zu Hause aus, vom Schreibtisch oder gar vom Sofa aus die Dienstleistungen beantragen kann und dass das Produkt dann auch zu ihm nach Hause geliefert wird. Aber wir müssen die Rahmenbedingungen verändern und ich glaube, da sind eben auch der Bund und die Länder gefordert, dass wir hier gemeinsam an Lösungen suchen, dass nicht jeder Bürger für eine Dienstleistung der Verwaltung aufs Amt kommen muss.
Mehr Effizienz durch Digitalisierung inmitten des Fachkräftemangels. Besserer Service. Das alles kostet Geld und ist eines der Themen auf dem diesjährigen Städtetag. Und zum Wetter. Auch heute muss mit Regen und Gewittern gerechnet werden. Hier sind die Aussichten. Ganz im Nordosten heute Regen und Gewitter. Von den Alpen breiten sich zum Teil kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel aus. Im Nordwesten windig, an der Nordsee stürmisch. In der Nacht ziehen Schauer und Gewitter über die Oder ab. Im Norden Schauer, an den Alpen Regen. Heute an der Nordsee 13 Grad, am Oberrhein und in Niederbayern 23. In der Nacht 12 Grad im Ruperti-Winkel, 2 in der Nordeifel, dort örtlich Bodenfrost. Wir melden uns wieder.